Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Vizumania. Ich weiß, ich habe jetzt längere Zeit kein Video mehr gemacht, aber das lag daran, dass ich letzte Woche auf der Gamescom war. Und ja, danach muss man sich erstmal wieder akklimatisieren, wenn man 4 Tage auf so einer Messe ist. Und ja, heute geht es aber weiter und zwar wieder mal mit deiner orangenen Quest. Das ist quasi so eine Nebenstory, keine Hauptstory, aber eine Nebenstory, die trotzdem interessant ist. Und ja, fangen wir mal damit an. Seid gegrüßt, Lian Zhe. Ich bereite gerade einen Bericht über den Kult der Dunkeldraken für Ihre Majestät Yunma Fei vor. Es wäre am besten, wenn wir gemeinsam Bericht erstatten würden. Kommt bitte zum Haupthof von Cai Wei, sobald ihr diese Botschaft empfangt. Ja, rein zufällig befinden wir uns dort, weil dort die Lasst uns Hauptstory helfen, aufgehört hat. Kriegerseele. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Wir haben viel zu bereden. Habt ihr etwas herausgefunden? Nicht so viel, wie mir lieb wäre. Ich brauche jemanden, der die Eigenheiten des Kults kennt. Doch so jemand ist schwer zu finden. Hat Jun Tai euch irgendetwas Nützliches gesagt? Nein, wir hatten keine Zeit, ihn zu verhören, bevor die Dunkeldraken ihn sich schnappten. Ich fürchte, sie hacken immer noch etwas aus. Warum sonst hätten sie ihn dann am Leben gelassen? Wir wissen weder, wohin sie ihn verschleppt haben, noch was ihr Plan ist. Keine Hinweise, keine Spuren. Ich bin ratlos. Ich werde versuchen, von Kuyang mehr zu erfahren. Kuyang? Von der Silberfrostschule? Was hat er? Er hat an meiner Seite gekämpft, als wir Yuntai gefangen nahmen. Verstehe. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen, Jian Tse. Vielleicht kann er euch erneut helfen, den dunklen Hohepriester aufzuspüren. Kuyang überlasse ich euch. Ich werde derweil Ihre Majestät Bericht erstatten und den Fall wieder aufnehmen. Seid vorsichtig und viel Glück. Lasst uns helfen, Kriegerseele. Ja, lasst uns helfen, Kriegerseele. Das hast du schon mal gesagt. So, wir müssen jetzt zur Schule. Ich glaube tatsächlich, dass der Teleporter näher ist. Mal gucken. Beim letzten Mal bin ich zum Oberen geportet, als ich das gemacht habe und bin dann erstmal falsch gelaufen. Deswegen. Schauen wir mal. Ja, also das ist jetzt so eine nette Nebengeschichte, wo man ein bisschen mehr über den einen oder anderen Charakter kennenlernt, lernt. Ziemlich coole Sache. Bringt ein bisschen Gold, nicht viel. Auch hier wieder geht das deutlich schneller, wenn man die Story nicht beachtet, aber das habe ich ja hier jetzt in diesem Video vor, deswegen denke ich mal, dass daraus 2 Videoaufnahmen werden. Ah, nicht so wie beim letzten Mal, wo die ganze Zeit aufgenommen wurde und am Ende wurde das Video länger und länger. Das soll diesmal nicht der Fall sein. So, wir müssen jetzt zur Schule von Silberfrost, die ist dort vorne. Und dort erwartet uns Kuya. Heiliger Berg, Kapitel 1, der verschollene Anführer. Nennt sich die Questreihe gerade, die wir machen. Und ja. Möchtet ihr mit den Schülern der Schule von Silberfrost trainieren? Nein, möchten wir nicht. Wir wollen direkt zum Meister. So. Irgendwas ist immer los. Ja. Willkommen, Jansei. Was führt euch zur Silberfrostschule? Die Dunkeldraken haben den dunklen Hohepriester aus dem Talusverlies entführt. Was? Ihr meint den Mann mit der Maske? Das ist bedauernswert, aber kaum überraschend. Die Dunkeldraken wollten nicht, dass einer der ihren alle Geheimnisse preisgibt. Wir kennen seinen Namen. Er heißt Richter Yuntai. Richter Juntai? Ich wusste doch, dass ich ihm schon begegnet bin. Er war ein guter Mann. Ich dachte, er sei längst tot. Vielleicht war er das. Die Dunkeldraken bringen Leute gern von den Toten zurück und entziehen den Anständigen das Gute. Habt ihr einen Vorschlag, wo wir mit der Suche mit ihm beginnen könnten? Vielleicht kann Agnun helfen. Sie war gerade dabei, mich zu verhören. Will sagen, mir Bericht von ihrer Untersuchung zu erstatten. Lange nicht gesehen. Es ist mir wie immer eine Ehre, euch zu sehen, Chiancey. Vor allem, wenn wir nicht gegeneinander kämpfen. Was könnt ihr mir über den Kult der Dunkeldraken sagen? Seit ich mich von ihren Psychotricks befreit habe, bin ich den Dunkeldraken auf den Fersen.
Ich hatte gehofft, sie wären ohne Anführer kopflos und schwach, aber natürlich war dem nicht so. Sie sind wie Kakerlaken. Wird man eine loskriechen, 10 weitere aus den Ritzen. In jedem Winkel von Gun Won scheint sich ein Agent der Dunkeldraken zu verstecken. Gibt es eine Spur des Hohepriesters? Gute Frage. Die Elite-Mitglieder sind schwer ausfindig zu machen. Vielleicht haben sie ihn in die Dunkeldrakenbasis in Lichtenwolke verschleppt. Dieser Ort stinkt förmlich vor Verderbnis. Das heißt natürlich auch, dass es dort vor Wachen und Eiferern, die ihren Einsatz für die Sache beweisen wollen, nur so wimmelt. Klingt verlockend. Ihr habt also bereits beschlossen, nach Lichtenwolke aufzubrechen. Ich rate euch eins. Geht nicht allein. Passt auf euch auf, Jensei. Als ihr das letzte Mal so dreingeschaut habt, wolltet ihr den Himmelspalast stürmen. Ich werde aufpassen. Gut, diesmal werde ich nicht da sein, um euch zu retten. Aknun und ich haben eine Menge an Strategie zu planen. Sagt aber Bescheid, wenn ich etwas tun kann. Dafür bin ich euch dankbar. Würdet ihr in die Neuigkeit der Stahlblick-Akademie überbringen? Die Stahlblick-Akademie? Oh, ihr meint so, ha, natürlich. Ist so gut wie erledigt. So, ja, wir müssen jetzt nach Gun Won aufbrechen. Nicht nach Kandavian, nach Gun Won. Ein Clanmitglied hat sich mit dem Server verbunden. Und zwar nach Lichtenwolke. Gun Won ist ja schon bekannt als Gebiet, wo man auch mal weitere Wege gehen muss. Das ist auch jetzt diesmal wieder leider der Fall. Ich finde, ein oder zwei mehr Windwallenpunkte hätte man schon setzen können, aber man will sich ja nicht beschweren. Ne? Es ist so ein bisschen zu Fuß gehen, tut ja auch gut, bekanntlich. Oder die Gamescom besuchen. Ich habe gehört, da nimmt man ab. Weil bei den Preisen dort für Fritten und so weiter kann man ja nur abgeben. Also, ja, da wird man vermögenlos, wenn man satt werden möchte. Es sei denn, man hat Zugriff auf Essen durch Gespräche, Business und so weiter. So, wir laufen jetzt mal weiter zum Storypunkt, das ist da oben, also da hinten. Lichtenwolke kennen wir ja noch von der Hauptstory. Auch sehr interessant ist übrigens, morgen in 2 Wochen kommt der Gunner raus. Ich denke mal, dass ich dazu auch ein Video machen werde. Allerdings kann ich nicht versprechen, dass jetzt so regelmäßig wie davor die Videos kommen, weil mit der Story bin ich recht schnell wieder durch. Und dann ist halt immer die Frage, worüber machst du ein Video? Mit Videoguides und so weiter muss ich jetzt wieder mal anfangen, dass ich da ein paar plane und durchführe. Und ja, ich hatte auch noch ein anderes Video Format in Planung. Oh, der ist aber ziemlich groß. Wer seid ihr? Ihr könnt hier nicht einfach hereinspazieren. Ich suche nach Richter Yuntai. Richter was? Der einzige, der hier zu richten hat, ist der erhabene Dunkeldrake. Und wo ist euer Anführer? Ihr solltet aufhören, euch in Sachen einzumischen, die euch nichts angehen. Wachen! Werft diesen Hitzkopf in den Hafen, damit er sein Mütchen kühlen kann. Yay! Wir spazieren natürlich wieder mitten rein und oh, guck mal, du warst schon da. Bald sind wir? Ja, müssten wir bald mal wieder sein. Ja, nervige Dinger. So, noch ein. Jetzt dürfen wir mit Soa sprechen. Gerade rechtzeitig. Kuyang hat mir alles erzählt. Dies ist ein Unterschlupf der Dunkeldraken? Es sieht hier so friedlich aus. Aber nach der Verteidigung zu urteilen, sind wir auf der richtigen Spur. Räuchern wir die Ratten aus. Seid vorsichtig. Es sind bestimmt noch mehr von ihnen hier. Ich werde nicht leichtsinnig sein. Als Leiterin einer Akademie habe ich an meine Schüler zu denken. Aber mein Vater braucht mich. Gehen wir rein. Vorsichtig. Also gut. Dann los, gehen wir durch das Tor. Ja, nebenbei wollte ich nochmal sagen, man kann im Moment auch das, das fiel mir gerade ein, als ich Soa gesehen habe. Man kann im Moment auch das Outfit von Soa kaufen, ist aber sehr, sehr teuer. Na, dann könnte man jetzt hier im Park nach
rumlaufen. So, wir öffnen das Tor. Hallo, liebe Freunde. Ja, und ihr seht schon, wir müssen eine gewaltige Gruppe an Leuten besiegen und ja. Haben aber die Unterstützung von Soha. Blöd ist halt nur, dass wir ein paar Fernkämpfer dabei sind. Interessanterweise noch kein Gunner. Das wäre natürlich lustig gewesen, wenn man das darüber auch angeteasert hätte. Auf der Gamescom gab es ja auch bekanntlich das Regional Qualifier, also regionales Qualifier-Gedönse da. Ich war mal kurz gucken und habe gesehen, wie sie Tag Team gespielt haben. Allerdings bin ich bekanntlich kein großer Freund von PvP und mache das im Moment nur gezwungenermaßen für das Event. Deswegen bin ich da nicht lange geblieben. Auch wenn es dort Codes gab, aber naja, ich war nicht wegen Layton Soul auf der Gamescom, sondern wegen meinem anderen Hobby. Wer mich auf Twitter folgt, der müsste ja auch wahrscheinlich schon wissen, dass ich noch für eine Seite Berichte schreibe, die sich Tendo nennt. Und für die war ich quasi auf der Gamescom und habe dort, ja, Termine wahrgenommen, Leute getroffen. Noch mehr Leute getroffen. Ein paar Spieler angespielt. Mich über die 6-Stunden-Schlange bei Galaxy ein bisschen aufgeregt. Bei Odyssey, Mario Odyssey. Warum war ich immer Galaxy? Ich verstehe es nicht. Das ist schon auf der Messe immer passiert. So. Ja, jetzt haben wir den Befehlshaber sogar hier noch. Aber auch der ist kein großes Problem. Selbst für jemanden, der so, ja, so spielt wie ich, ohne Rücksicht auf Verluste, halb am Verrecken. Auch hier gilt natürlich wieder, je besser eure Waffe ist, desto leichter wird es hier. Allerdings habe ich halt auf dem Charakter immer noch kein Legi. So, jetzt haben wir hier geheime Befehle bekommen, die müssen wir jetzt lesen. Bringt unseren verschollenen Anführer in die Hochburg. Das Ritual wird dort abgehalten. Nehmt den Geheimgang, um hineinzugelangen. Man darf euch nicht sehen. Schon bald, Bruder, wird der dunkle hohe Priester wiedergeboren vor uns stehen. Ruhm dem Dunkeldrachen! So. Damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Sie müssen meinen Vater gerade zu dieser Hochburg verschleppt haben, die Sie erwähnten. Wir haben ihn wieder verloren. Wir sind uns immer einen Schritt voraus. Wir dürfen nicht aufgeben. Das Pergament erwähnte einen Geheimgang. Wir müssen ihn finden. Oder jemanden, der weiß, wo er ist. Ich kümmere mich darum. Findet ihr derweil mehr über die Hochburg der Dunkeldraken heraus? Das werde ich. Hab Dank. Wenn ich eins über Gun Won weiß, dann dass die Räubergasse die erste Adresse für Informationen ist. Vielleicht sollten wir dort mit der Suche beginnen. Ich kenne dort jemanden, der gut informiert ist. Ihr habt in der Räubergasse Freunde gefunden? Ich frage lieber nicht weiter. Aber der Hinweis ist vielversprechend. Gehen wir ihm nach. Ja. Redet mit ihr? Ich stelle meinen eigenen Nachforschung dar. Wenn ihr etwas herausfindet, treibt mich im Lager der Himmelsgarten und seid vorsichtig. Ja. Mal wieder nicht vertont. Wir müssen als Hexe zur Räubergasse und da der Weg etwas weiter ist, kann man ja schon mal wenigstens ein Stück Wind wandeln. Dorthin. Ja. Wind wandelt nach Lichtwolke. So, jetzt haben wir die Hälfte des Weges gespart ungefähr und können jetzt
zu unserer Freundin gehen, der Kurtisanen, ja, man könnte auch sagen, der Prostituierten oder Hure. Ja. Jetzt wird das Video ab 18, weil ich solche bösen Wörter verwendet habe. Ja. Jedenfalls gibt es in der Räubergasse bestimmt wieder Action. Und ganz viele Kurtisanen. Hier ist schon mal die erste. Hallo. Nee, nicht mein Typ. Da ist jemand am Trinken. Da haben wir Bailing. Ihr habt mich warten. Habe ich euch nicht um einen Besuch gebeten? Ihr muntert mich immer auf. Wie geht es euch? Ich brauche eure Hilfe. Das sehe ich. Ihr seht gestresst aus. Warum kommt ihr nicht herein, bleibt eine Weile und erzählt mir von euren Abenteuern mit den Dunkeldraken? Darum geht es. Habt ihr je von der Hochburg der Dunkeldraken gehört? Also, seid ihr an dem traurigen Mann mit der Flasche vorbeigegangen? Er kam herein, gab vor, zur Wache von Lichtenwolke zu gehören und wollte meine Dienste kostenlos beanspruchen. Ich habe ihn rausgeworfen. Und was hat er mit den Dunkeldraken zu tun? Er weinte und gab zu, dass er gerade von den Dunkeldraken entlassen worden war. Anscheinend hatte er so sehr zu trinken angefangen, dass sie ihn nicht mehr in ihren Reihen haben wollten. Ich hatte das Gefühl, das wart ihr. Aber vielleicht erinnert er sich noch an ein paar ihrer Geheimnisse. Er gehörte dem Kult lange an und war ein treuer Gefolgsmann, bis er zur Flasche griff. Dann werde ich ihn ausfragen. Das würdet ihr bestimmt gern. Ich glaube aber nicht, dass er sehr hilfreich sein wird. Vielleicht könnt ihr ihn mit einer kleinen Stärkung überreden. Zum Glück sind die meine Spezialität. Was für eine Stärkung? Jedermann hat eine Schwäche. Seine ist eine Flasche feinsten kaiserlichen Pflaumenweins. Trinkt ein paar Gläser mit ihm und er wird so manches Geheimnis enthüllen. Ja, also holen wir uns die Flasche. Die kriegen wir übrigens kostenlos, ne? Die geht aufs Haus. Weil wir so gute Dienste gemacht haben, ja, Leute. Wenn das mal überall so wäre. Was? Ihr seid hier, um mich zu töten? Tut es doch, Feigling. Ich kenne euch. Was tut ihr so unschuldig und edelmütig? So toll seid ihr nicht. Ihr habt mein Leben ruiniert. Hätte ich euch bloß nie getroffen. Ich hätte die Wache von Lichtenwolke nie verlassen sollen. Ich muss mit euch reden. Reden? Worüber? Dass ich ein Feigling, ein Verräter bin? Was? Weil Link schickt euch, um mich rauszuschmeißen? Ich habe das Recht, hier zu sein. Das bestreitet niemand. Kann ich euch etwas zu trinken anbieten? Als ob mich das juckt. Oh, ist das kaiserlicher Pflaumenwein? Trotz eures schäbigen Aufzugs habt ihr einen guten Geschmack? Zum Wohl. Nicht übel. Ein Wein, wie ich ihn verdiene. Ich hörte auch, Yun Markan war ihm recht zugetan, bevor er auf einmal spirituell wurde. Klöster, der Kult, sie sind alle gleich. Gesang und Entsagung. Das einzig Gute an den Dunkeldraken sind ihre spitzen Hüte und die vertrackten Schlösser ihrer Geheimgänge. Geheimgänge? Er klingt wie ein Experte auf dem Gebiet. Ja, nein. Ich dachte an die Schlösser, die man durch Anzünden von Fackeln in der richtigen Reihenfolge öffnet. Jeder Idiot mit langen Armen und gutem Timing käme in die Geheimkammer hinter der Hochburg. Ach, wirklich? Aber ja doch. Denkt ihr, ich weiß nicht, wie man eine Tür öffnet? Nun, die meisten nehmen jemanden mit, der derweil die Fackeln anzündet. Ich hatte eine neue Idee. Man braucht weder einen Countdown noch gute Koordination. Man kann den zweiten Knopf einfach mit dem Fuß oder einem Stock bedienen. Darauf war sonst niemand gekommen. Ich war ein Genie. Oh, lass die Flasche hier, Kumpel. Und zeig's den Dunkeldraken, ja? Gut, ja, wir haben schon mal einen Tipp bekommen. Und jetzt müssen wir quasi nach dort hinten, können uns direkt dorthin wandeln. Der Weg ist nicht sehr weit. Und dort können wir uns quasi um den Geheimgang kümmern. Bevor wir quasi, ja, die Hälfte der Storyline in etwa erreichen. Das Problem ist, am Ende müsst ihr wieder einen Raid machen und ja. Es sieht nicht so aus, als könnte ich diesen Raid in naher Zukunft machen. Nicht mal mit meinem Main-Charakter. Das ist übrigens genau das mit der Kandavihar-Quest.
Da muss man ja Black Tower, also Himmelsspitze, laufen. Und ja, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich das mit meinem Main-Charakter, mit dem Let's Play-Charakter machen kann. Habt ihr etwas von eurem Kontakt in der Räubergasse erfahren? Es gibt anscheinend eine Geheimkammer, die zur Hochburg führt. Eine Geheimkammer? Ich wusste es doch. Ich wusste, dass da etwas war. Ich habe mich umgehört. Am anderen Flussufer, stromaufwärts von der Hochburg, gibt es eine Höhle. Dort muss die Geheimkammer sein. Ich konnte aber keinen Weg hineinfinden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Folgt mir. Wir treffen uns in der Höhle vor der Geheimkammer. Ja, folgen wir ihr. So schnell wir können. Leider können wir nicht so schnell wie Sucher. Uns gerade davon fliegt. So, damit wir auch ein bisschen übers Wasser laufen können, gehe ich mal zu Fuß. Wir haben zwar ein Bikini und können damit schwimmen, aber dauert zu lange. Lieber übers Wasser fliegen. Gleiten. Rennen. Wie Jesus einst. Ah, oh. Jetzt bin ich doch am Schwimmen. Jetzt nicht mehr. So, hier ist der Eingang. Ein bisschen versteckt, wenn man nicht aufpasst. Übersieht man den leicht. So. Noch ein Ladescreen. Jetzt sind wir drin. Irgendwie muss diese Tür doch aufgehen. Ich habe alles versucht, doch ich kann die Tür nicht öffnen. Ich finde noch nicht mal das Schloss. Die Spuren führen durch diese Tür. Hat euer Kontakt sonst noch etwas über diesen Ort erzählt? Seht ihr die Fackel neben der Tür? Der Trick ist, die Fackeln zu entzünden? Also gut, stellt euch da drüben auf. Versuchen wir sie gleichzeitig anzuzünden. Ja, einfach F drücken. Schon öffnet sich die Türe. Natürlich erwarten uns hier wieder Gegner. Von hier aus muss es einen Weg zur Hochburg geben. Das stimmt, aber wir wissen nicht wo. Wir haben keine Zeit für solche Spielchen. Ein Frontalangriff auf die Hochburg ist leichtsinnig, aber ich sehe keinen anderen Weg. Ich gehe mit euch. Ich wollte nicht fragen, hoffte aber, ihr würdet mir zur Seite stehen. Mein Vater... Halt, wartet. Psst, was ist das für ein Geräusch? Hört ihr es auch? Es kommt von dort drüben, von der Schriftrolle. Hört ihr es? Ich bin Sun Quan von der Schule des Heiligen Bergs. Ich kenne das Böse, gegen das ihr kämpft. Es ist viel älter als der Kult der Dunkeldraken. Es hat meine Familie vor langer Zeit vernichtet. Ich bin kaum anders als ihr beide. Eine von euch versucht, ihren Vater zu retten. Der andere versucht, eine Schülerin zu retten. Vielleicht kann ich euch helfen. Und ihr? Mir. Ich zeige euch, wie die Finsternis funktioniert. Ich werde euer Bewusstsein in einen Krieger übertragen, der früher meiner Schule diente, die Leibwache meiner Tochter. Eure Tochter? Ja, meine Tochter Sang Tzu ist die letzte Schülerin der Schule des Heiligen Bergs. Ihr kennt sie vielleicht als Zulia. Alles begann vor vielen Jahren, als eine Fremde in unsere Schule kam. Ja, wir reisen jetzt mal wieder in die Vergangenheit und werden einige interessante Sachen über Jin Soo-yeon, die wir gerade gesehen haben, aber auch über Zulia erfahren. Ich möchte da nicht zu viel verraten.
alles in Ordnung? Hört ihr mich? Seid ihr gefallen? Habt ihr gesehen? Steht nicht einfach herum. Hilf dir! So, an dieser Stelle wird jetzt gleich das Let's Play aufhören. Zumindest für diese Ausgabe. Vorher möchte ich aber noch die Quest abschließen. Es ist mir egal, dass sie eine Fremde ist. Sie braucht Hilfe. Hey, unternimm gefälligst etwas. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann hier direkt weiter mit der Story. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Izu.